Ja, moin. Das war laut. Oh mein Gott, wo sind wir hier? Hey Freunde und damit ein herzliches Willkommen zurück bei eurem Tjulfa und herzlich willkommen zu einem weiteren Mod in Hello Neighbor. Und zwar finden wir in diesem Mod heute die Vorgeschichte zu Hello Neighbor heraus. In der Mod-Beschreibung steht, dass wir hier quasi als der Sohn des Nachbarsjungen spielen. Also als... Wir spielen... Nein, Moment. Nein, das war falsch. Wir spielen als der Freund vom Sohn des Nachbarn. Hä? Und in dieser Mod wird quasi geklärt, was da überhaupt passiert ist und so. Ein bisschen was haben wir ja schon in Hide and Seek Hello Neighbor gesehen und hier sehen wir jetzt vermutlich noch ein bisschen mehr. Vergesst ihr deswegen wie immer nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, Freunde, und abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und wir schauen jetzt einfach mal, was der Nachbar hier so für uns... Guck mal, hier sind Potatoes drinne. So, sind das jetzt entweder Tomaten? Ja doch, klar sind das. Obwohl, es könnten auch vielleicht Kartoffeln, Tomato, Potato... Man weiß es nicht, aber auf dem Busch, das ist rot. Das sind bestimmt keine Kartoffeln. Weil Kartoffeln wachsen nicht auf Bäumen. Ha. Okay, wir gucken mal uns hier das Haus an, Freunde. Hier ist irgendwie eine Schaufel. Da steht, wir sollen Rust Tarantula abonnieren. Das ist vermutlich der Macher von dem Mod. Okay, hier kommen wir nicht rein. Komme ich überhaupt hier raus aus diesem ganzen Ding? Warte mal, wir müssen bestimmt einen Schlüssel für diese Tür da finden. Und hier brauchen wir eine Keycard, um rauszukommen. Okay, what the fuck. Das ist zu... Ja moin, kann ich hier raus? Auch nicht. Okay, wir müssen also jetzt erstmal suchen und scheinbar einen Schlüssel oder irgendwie sowas finden. Kann ich vielleicht hier in den Keller rein oder so? Auch nicht. Okay. Kann ich denn dann vielleicht... Moment, kann ich vielleicht hier hochgehen? Warte mal, da hinten ist die Fabrik. Kann ich in den Schrank rein? Nee. Den Basketball? Kann ich ja auch nicht aufheben. Okay, was muss ich denn dann jetzt hier machen? Weil hier komme ich offensichtlich nicht raus ohne Keycard. Und auf das Dach? Kann ich auf das Dach drauf? Warte mal, kann ich hier? Das? Nö, das ist auch zu. Hä? Wie soll ich denn jetzt hier was machen? Freunde, der Game Sound ist übrigens nicht gemutet. Unser Charakter macht einfach scheinbar keine Geräusche. Ich weiß nicht, der hat heute vermutlich seine extra leisen Schuhe angezogen oder so. Man weiß es nicht. Aber wir brauchen auf jeden Fall einen Schraubenschlüssel, eine Keycard und einen silbernen Schlüssel, um da rein... Ach, guck mal. Okay, die Keycard haben wir gefunden. Die Keycard ist also hinter dieser Tür. Okay, warte mal. Okay, warte, wir haben hier eine Schaufel. Pass auf. Jetzt habe ich's. Wir haben hier eine Schaufel und können mit der Schaufel bestimmt hier... Alter, wir können... Wir können schaufeln, Freunde. Das ist das, worauf ich in Hello Neighbor immer gewartet habe. Endlich mein eigenes Grab schaufeln. Okay, und wir haben jetzt den Schraubenschlüssel und können damit jetzt natürlich das hier öffnen. Dadurch gelangen wir auf das Dach. Hier haben wir einen Schlüssel fürs Auto. Guck mal, Freunde, alles ergibt plötzlich Sinn. Ist unglaublich. Okay, wir können jetzt das hier öffnen. Damit kriegen wir einen Lockpick. Okay, also so einen schönen, geilen Dietrich, Freunde. Damit gehen wir ins Haus, gehen an das Schloss, öffnen das, gehen rein, schnappen uns die Keycard, gehen wieder raus, ballern die Keycard richtig in den Schlitz, öffnen die Tür und... Leute. Oh! Hey, WTF! Ich... Hier ist mein Charakter, aber... What? Ich bin nicht mehr in meinem... Guck mal! Guck mal, da hinten ist mein Charakter! Was? Was ist hier los? Was? Oh mein Gott! Was? Was ist hier passiert? Was muss ich machen, Alter? Oh ja, ich habe die Karte weggeworfen. Nein. Oh nein. Und den Schraubenschlüssel auch. Und den Schlüssel auch. Oh. 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 Was mache ich jetzt? Hä? Ist das Spiel kaputt oder was? Guck mal, ich kann springen und alles. Ich kann hier rumlaufen. Guck mal da hinten. Da rennt er. Oh. Und in die andere Richtung. Lol. Scheiße, ich glaube, ich muss das Spiel neu starten. Freunde, guck mal, wenn man hier durch den Zaun guckt, dann sieht man auch, dass da hinten der Schatten... hinter dem Baum oder so irgendwas macht. Ich habe keine Ahnung, was genau er macht, aber er macht irgendwas. Okay, Freunde, wir testen das Ganze jetzt nochmal. Ich hole mir wieder die Keycard und wir öffnen jetzt nochmal das Tor und mal sehen, vielleicht, wenn ich das Tor hier öffne, so, und wenn ich jetzt rausgehe, dann kommt wieder der Nachbar und das Game ist wieder broken oder was. Da ist auf jeden Fall auch ein Grab. Ich meine, ihr seht das ja. Ja, keine Ahnung, Mann. Ich gehe einfach mal wieder... Der Nachbar grabt uns. Ich glaube, die Cutscene. Oh! Ja, nein, nein, nein. Lass mich in Ruhe. Lass mich.
Okay, keine Ahnung. Muss ich vielleicht noch irgendwas machen, um da rauszukommen? Brauche ich vielleicht noch irgendwas, Freunde? Muss ich vielleicht noch irgendwas machen? Kann ja sein, dass der Nachbar uns da grabt, weil ich meine, wenn ich jetzt... Pass auf, der Nachbar ist dann hier. Ich gehe jetzt zurück. Ich laufe rückwärts quasi. Okay, ich laufe noch ein bisschen mehr rückwärts. Okay, und dann hört er wieder auf damit. Muss ich also vielleicht noch irgendwas machen, um den Nachbarn vielleicht abzulenken oder so? Oder muss ich vielleicht... Warte mal. Vielleicht muss ich ja auch von hier oben Anlauf nehmen. Und rausspringen. Okay, das funktioniert nicht. Verdammt. Hä, was muss ich denn hier machen? Wir können ja scheinbar das Gelände nicht verlassen. Dann hat der Nachbar uns auf jeden Fall. Und ich stehe jetzt quasi vor ihm, aber er kann uns nicht grabben oder so. Keine Ahnung. Ich glaube, das Game ist einfach komplett broken. Ich glaube, dieser Mod ist komplett im Sack drinne. So, guck, er macht da seine Animation, aber nichts passiert. So, jetzt habe ich den Schraubenschlüssel weggeworfen. Oder die Schaufel. So, keine Ahnung, ich weiß auch nicht mehr, wo mein Charakter jetzt steht. Ich bin einfach rückwärts... Ey, keine Ahnung. Jetzt geht er gar nicht mehr aus der Cutscene raus. What the fuck? Okay, Freunde. Ja, ihr habt das Ganze jetzt nochmal probiert. Und der Nachbar denkt sich immer noch so, yo, guck, wenn ich ganz oft zupacke, vielleicht kriege ich ihn dann. Auf jeden Fall scheint dieser Mod einfach komplett im Sack zu sein. Ja, passiert nichts Interessantes oder so. Ja, ich meine, gut, das kann man so machen. Ist halt scheiße, ne? Und ich hatte mit einem wirklich guten Mod gerechnet. Und was kriegen wir? Das hier. Freunde, ich würde deswegen sagen, wir sehen uns einfach im nächsten Mod-Video zu Hello Neighbor wieder. Vielleicht finden wir dann etwas, wo auch wirklich drin ist, was draufsteht. Ha? Euer Tuber verabschiedet sich auf jeden Fall. Wir sehen uns dann. Macht's gut und bis dahin.